Willkommen zurück hier bei Let's Play Tomb Raider Underworld. In der letzten Folge haben wir versucht, uns an das Secret da irgendwie ranzumachen, was nicht funktioniert hat und ich habe vergessen, die Maus langsamer zu stellen. Jetzt hatte ich eine Aufnahmepause und habe es einfach vergessen. Super. Naja, kann ich dann ja einfach noch später machen. Oh nö, blöde Fledermaus, mach mal einen Abflug hier. Ich wusste doch, dass ich da noch mehr gehört habe. Stirb. So. Also ich bin immer noch, was das Secret angeht, ein bisschen gewurmt. Ich glaube halt echt, es ging von der Seite aus nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd oder das Ganze war ein Bug. Das kann natürlich beides sein. Es sah halt einfach so aus, als würde sie es schaffen. Aber sie hat es halt einfach nicht geschafft. Und deshalb denke ich mir jetzt auch so, ja gut, dann halt nicht, ne? Man kann niemanden dazu zwingen und, naja, dann haben wir es halt nicht. Ist ja irgendwie jetzt auch nicht so schlimm. Ja, moin. In Tomb Raider Legend wäre sie einfach weitergelaufen. Hier stirbt sie. Ach, das ist schon weird. Ich meine, gut, das war schon ein bisschen höher, aber in den anderen Tomb Raider-Teilen hätte sie das halt einfach nicht gejuckt, so. Okay. Ich glaube, ich habe verstanden, worum es geht. Lara, kannst du bitte da hochgehen? Dankeschön. Und jetzt machst du einmal hier den und so, genau. Was ist das hier schon wieder für ein Ding? Ich meine, manchmal ist man auch selber daran schuld, dass sie stirbt, weil, okay, eigentlich, naja, schon recht häufig, weil man halt einfach die Teile ein bisschen anders gewohnt ist. Also ich kenne Lara halt so, dass sie irgendwie so 100 Meter Klippen runterspringt, mit dem Kopfsprung, und der Schädel danach noch ganz ist, so Tomb Raider Legend-like halt. Aber ich glaube, das kann man halt heutzutage irgendwie einfach vergessen, obwohl die ja in die neuen Teilen schon wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, dass es meiner Meinung nach nicht so realistisch ist. Ich weiß es nicht. Also das Spiel ist schon manchmal echt strange. So. Das ist vedisches Sanskrit. Die Zeichen sind ziemlich verwittert. Bhugavati von der siebten. Das muss sich auf die Hauptstadt von Patala beziehen, der niedersten Unterwelt der Hindus. Sie wird von Schlangenmenschen bevölkert. Allerdings war der erleuchtete Narada ziemlich angetan von ihr. Das da oben ist Shiva. Und darunter, das ist seine Gefährtin Kali. Alles klar, Bhugavati, Tagebucheintrag freigeschaltet. Wir gehen mal wieder kurz ins Tagebuch. Thailand-Expedition, hier könnt ihr euch das gerne durchlesen. Drückt auf Pause, lest es euch durch. Ja, das ist an sich ganz cool gemacht immer. Also, ja, mit den Tagebucheinträgen. Oh oh. Okay, der Mechanismus scheint nicht ganz zu funktionieren. Whatever. Was war das für ein Vieh? Sie wird von Schlangenmenschen bewacht. Okay. Die Schlangenmenschen sind anscheinend noch da. Ob sie gehen werden, ich weiß es nicht. Aber ich würde behaupten, wir sind hier nicht allein. Lara, kannst du bitte... Dankeschön. Um die Wurzel kann sie sich natürlich nicht drum herum hangeln. Okay, Lara macht jetzt wieder ihre fancy Moves. Moment, das muss ich nochmal kurz ausprobieren. Ha, lol. Schon ganz cool. Steck das mal da rein. Okay. Lara ist schon wieder ein bisschen weird. Aber das kennen wir ja nicht anders von ihr. Weird Flex, but okay. Wie ich das immer auf Deutsch ausspreche, das okay. Das heißt ja eigentlich, also die Engländer, die Amerikaner oder Engländer sagen ja dann immer so okay. Und ich so, okay. Oh Mann, ich wette, manche Leute sind davon wieder mega getriggert.
Naja. Allgemein finde ich das immer so mega lustig, wenn man einmal irgendwas... Oh, oh, das war nicht gut. Okay, da wäre Lara auch tatsächlich in den anderen Teilen gestorben. Irgendwann habe ich mal irgendwas total Kontroverses gesagt und ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hat sich da jemand so drüber aufgeregt. Ich weiß nicht mehr, welches Thema das war. Es ist auch schon echt lange her. Aber es war so witzig. Es war einfach so... Es war unfassbar unterhaltsam. Und dann auch so, der wollte halt so richtig versuchen, mir so mal seine Meinung aufzudrücken und so. Und ach, es war viel zu gut. Und dann meine ich so, also ich habe das so und so wahrgenommen. Und dann der so, nee, nee, ich habe das so und so wahrgenommen. Und wie kannst du nur? Und ach, es war göttlich, ich sag's euch. Vor allem, Entschuldigung, dieses nee, nee, das hat mich gekillt. Wo der Typ dann allen Ernstes meinte, nee, nee, so stimmt das aber nicht. Wenn ich etwas wahrnehme, dann stimmt das schon so, also würde ich behaupten. Ach, es war göttlich. Ich habe es dann aber auch nicht eingesehen, mit dem zu diskutieren. Es war mir dann halt echt einfach zu blöd. Ich weiß nicht, ich glaube, das Ding brauche ich halt nicht mehr, ne? Moment. Wie ging das nochmal mit Feststellen, ne? Tschüss. Wir sehen uns. Oh, oh. Kaboom. Das war so eigentlich nicht beabsichtigt, aber egal. Ach, es war schon, also wirklich, manche Leute sind so lustig und weird. Die können sich, glaube ich, auch einfach in ihrem Kopf nicht vorstellen, dass es auch andere Meinungen gibt außer ihre. So klar, ich bin ja auch meistens von meiner Meinung dann so überzeugt und argumentiere dann auch dafür, klar. Aber ich sag da nicht so, nee, nee, deine Meinung ist aber komplett falsch, weil meine ist die richtige, so. Das ist doch... Ach. Falls diese Person noch meine Videos guckt, ja. Ich fand diese Diskussion sehr witzig. Allerdings glaube ich nicht, dass du meine Videos noch guckst, weil das Ganze ist schon sehr, sehr lange her. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, dass es so lange her ist, weil ich halt eben immer so viel aufnehme. Und mir das dann halt einfach schon so vorkommt, als wäre es lange, so lange her, aber... Ich weiß es nicht. Jetzt hasse ich mich dafür. Da hinten liegt ein Secret. Oh. Jetzt liebe ich mich dafür. Ich hätte da also theoretisch gar nicht raufklettern müssen. Nice. Okay. Ach, ich sag's euch, manche Menschen sind einfach unfassbar witzig. Dieses nie, nie, so ist das aber nicht, dass das war einfach, es war Beste. Es war einfach das Lustigste. Und das war, glaube ich, so eine total subjektive Sache. Ich meinte irgendwie, ich fand, das hat sich total gezogen. Und der Typ meinte, nie, nie, so habe ich das aber, so stimmt das aber nicht. So habe ich das nicht wahrgenommen, ja. Und weil es für dich halt nicht stimmt, stimmt es halt für andere Menschen auch nicht. Also, muss los. Oh Gott. Ich werde jetzt, schaut diese Person genau in diesem Video rein und fühlt sich jetzt mega getriggert. Wäre schon ein bisschen lustig. Wie kannst du nur so über mich reden? Nee, nee, so stimmt das nicht. Ach, das wäre schon... Wäre schon echt Bombe. So. Gut. Dann haben wir den Teil hier jetzt schon mal geregelt. So. Oh oh. Das war knapp. Da hatte Lara nochmal Glück. Ach, jetzt sind wir schon hier. Ich hatte den Level irgendwie viel, länger in Erinnerung. Oh. Kopfschuss. Bye, bye. Lara, du solltest springen und rennen. Diese Echsenmenschen sind hier.
So. Früher hätte ich das nicht mit der Pistole gemacht, aber mittlerweile geht das ja eigentlich. Ich glaube halt auch, das Ganze ist jetzt noch gar nicht möglich. Früher, als ich nicht gecheckt habe, was ich machen soll, habe ich einfach auf das Ding da geschossen. Aber mittlerweile weiß man ja, dass hier noch mehrere Gänge sind. Das Ding ist auch wieder am Start. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ich glaube, das musste man auch erstmal machen, bevor man mit dem Rätsel da weitermachen konnte. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Oder ich bin irre, aber ja. Wir probieren das aus. Okay, hier geht es jetzt einfach nur... Ich glaube, beide Gänge führen zur selben Seite, kann das sein? Okay, und das Ding können wir dann benutzen, um hier runter zu klettern. Aber das machen wir natürlich jetzt noch nicht. Lara, lass los. Lara, lass es los. Möchtest du es bitte loslassen? Nee, ein Midi-Pack wollte ich jetzt nicht benutzen. Danke. Ist meine Tastatur kaputt oder war das ein Bug? Ich weiß es nicht. Jetzt ging es ja auf einmal. Ich erinnere mich halt noch ganz genau an den Tag, als ich das Spiel hier das allererste Mal gespielt habe. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag Pizza essen war und das Ganze dann hier gespielt habe danach. Die Architektur hier ist anders. Erinnert mich an die Ruinen von Niflheim. Okay, Lara. Cool. So. Och, Lara, so war das aber jetzt nicht beabsichtigt. Wahrscheinlich musste man in genau die andere Richtung springen. Och. Das ist dann halt auch mit der Maus so blöd gemacht, dass die dann so festgesetzt ist. Ich hasse das. So. Jetzt kann ich halt einfach nicht die Maus bewegen, weil ich halt nicht sehe, wo es lang geht. Jetzt dreht sich die Kamera. Super Spiel. Wirklich bezaubernd. Oh nee, Lara, falsche Richtung. Geh mal in die andere... Geh in die andere fucking Richtung. Och! Ist das dein Ernst? So und fallen lassen. Ach, es ist furchtbar. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder in diese Richtung springen. Komm, Kamera, dreh dich mal. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So. Hat super funktioniert und auch super schnell. So. Moment, ich muss einmal ganz kurz. So. So. Das hat auch wieder super funktioniert. Erstmal wieder ein Midi-Pack gönnen. Ist hier irgendwas? Nö. Nichts Wichtiges. So, jetzt sind wir hier. Ich erinnere mich hieran. Hier ist erstmal so eine Schlange. Ich erinnere mich grob. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt erstmal die Waffe wechseln sollte. Vielleicht noch nicht direkt. Aber jetzt. Okay, wir triggern die mal ganz kurz. Oh oh. Oh oh. Ich muss kurz nachladen. Aua. Okay, hier ist noch ein Medipack. Das nehme ich gerne mit. Komme ich hier runter? Ja. Perfekt, Moment. Das machen wir mal hier im... Gar keine Munitionsverschwendung. Sind wir hier überhaupt begrenzt? Ich sehe da halt keine Zahl. Okay, da kommt noch so ein Vieh an. So. Na gut, na gut, na gut. So, das haben wir dann auch erledigt. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier jetzt weitergeht. Hier ist noch so ein Ding. Ich muss die immer alle kaputt machen, einfach nur zur Sicherheit. Aber meistens sind die Secrets da in diesen anderen Vasen. In diesen, die so ein bisschen mehr fancy aussehen. Och nö.
dann machen wir es halt jetzt so. Bye, bye. Ich wollte schon sagen, als ob da jetzt noch einer runterkommt. Oh, ich höre da doch wieder was, ey. Die Viecher sind so brutal penetrant, nervtötend. Ich glaube, es hat sich auch mal jemand über meine Ausdrucksweise aufgeregt. Darüber kann ich mich ja auch, kann ich ja auch mal wieder was zu sagen. Der meinte irgendwie, ich würde voll sexuell reden. Muss ich gestehen, okay, das gerade finde ich auch lustig, vor allem ist die Anzeige noch gelb von ihrem Leben. Der Typ, der meinte, ich würde total sexuell reden, das war einfach, fand ich auch der Burner. Ja, der Burner, genau, jetzt bin ich Carmen Geis. Das wird ihn wahrscheinlich auch wieder triggern. Der meinte halt, ich drücke mich sehr sexuell aus und das ist voll schlecht und so. Ich denke mir so, wenn ich mich so ausdrücken will, dann drücke ich mich halt so aus, so. Ich weiß zwar nicht ganz, was du meinst, aber, ist mir eigentlich auch egal, wenn ich ehrlich bin. Ach, ich weiß nicht, es ist immer lustig mit den Leuten. Also, wieso will man denn die Leute verändern, wenn man es halt nicht feiert, wie jemand redet oder sich ausdrückt? Dann weiß ich nicht, also, ich will da ja niemandem zu nahe treten, aber vielleicht sollte man halt einfach die Fresse halten und nicht mehr zugucken. Also, so würde ich es halt jetzt machen. Oh nee, das Vieh ist wieder getriggert. Ach, stirb. Stirb. Nerv nicht. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht noch einer, ey. Ach, ich sag's euch, manche Leute sind halt einfach witzig. Und auch die, die sich immer wegen jedem kleinen Kram angegriffen fühlen. Oder weil die irgendwie nicht denselben Humor haben wie man selbst und dann direkt getriggert sind. Och. Solche Leute sollen bitte gar nicht erst auf meinen Channel kommen. Entweder man feiert das, wie ich rede, oder man guckt halt nicht zu. Ist halt relativ easy. Ich meine, ich weiß jetzt, dass ich, also ich weiß, dass ich nicht jetzt am family-freundlichsten rede, aber pff, weiß ich nicht. Also das ist mir jetzt auch nicht so wichtig, wenn ich ehrlich bin. Also, ja. Jeder muss halt seinen Shit so machen, wie er es für richtig hält. Hi. 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 Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist irgendwo noch so ein Vieh. Naja. Scheiß drauf. So, wo bin ich hier jetzt gelandet? Ah, okay, war das... Ah, das war okay, hier bin ich sogar richtig. So. Komm, Lara. Geh nach oben. Dankeschön. Und jetzt lass los. Perfekt. Moment, musste ich... Wie ging das denn? Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und jetzt müssen wir quasi nochmal genau auf die andere Seite und da denselben Shit machen. Boah, jetzt möchte ich da gern rüber. Okay. Das ist anscheinend hier nicht möglich. Dann gehen wir halt hier runter. Da ist echt noch so ein Vieh in Rot. Wo ist es denn? Da. Hi. So. Moment. Gut. Jetzt machen wir hier einmal einen gewagten Sprung. Da kommen doch safe gleich noch mehr. Ich will aber das Secret haben. Auf die anderen Secrets scheißen wir jetzt mal. Okay, hier wäre ich auch noch irgendwie anders hochgekommen. Oh, hi. So. Wiedersehen. Lass das mal. Geh zurück in deine Unterwelt. Dankeschön. Du auch. So, wir kamen jetzt... Oh Gott, ich glaube, wir müssen dahin, oder? Ich hoffe schon.
Na gut, dann würde ich aber sagen, wir setzen an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir mal gucken, ob wir hier das nächste Secret lösen können. Ja, bis dahin.